allem Auftrieb im Taunus. Schäfer Bernd Sigula bringt am Sonntagvormittag seine Herde von 200 Schafen mittlerweile schon traditionell auf die Anhöhen vor Niedergladbach. Die Herde Menschen, die den Paarhufern den Berg hinauf folgt, ist ungleich größer. Denn gemäß dem seit 14 Jahren stattfindenden Almauftrieb lockt hier das zugehörige Fest mit ausschließlich regionalen Produkten. Und ländlichen Attraktionen. Oh, da gibt es viel zu sehen. Wir haben im Moment die absolute Fülle. Da gibt es von Männertreu bis Waldmeister oder Fingerhut alles Mögliche zu sehen. Also wir haben ganz, ganz viele Kräuter im Moment stehen. Man kennt zum Beispiel auf dem Rücken die Haare auseinander, dann wirken sie vom Augenschein her breiter. Oder ja, man tut die Klauen ein bisschen einfetten mit schwarzer Schuhcreme, dass es einfach hübscher aussieht. So Festivitäten gibt es heute in Österreich eigentlich jedes Wochenende. Und wenn sowas einmal da stattfindet, dann soll man das auch unterstützen, finde ich. Pferde, Ponys, Kutschenfahrten, locken Kinder und auch akustisch wird das Naturevent angemessen begleitet. Am Abend werden die Menschen die Alm wieder verlassen. Schafe, Ziegen und Galloway-Rinder bleiben und betreiben Landschaftspflege.